An underground combat sport captures the heart of the city. Black market duality tech allows competitors to swap between multiple bodies at the same time. One mind, two bodies. So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Back to Divide, ein First-Person-Shooter, so 3 gegen 3, quasi wie Counter-Strike und Valorant. Da schauen wir jetzt mal rein. Ist wohl scheinbar unter anderem von Shroud irgendwie mitentwickelt worden, beziehungsweise hat ein Auge wohl darüber geworfen. Ja, und ich habe jetzt Beta zugekriegt, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Bin schon sehr gespannt. Nehmen, annehmen, annehmen. Brauchen wir irgendwas? Bluteffekte brauchen wir schon mal. Das lassen wir mal so. Gucken wir uns mal erstmal hier alles an. Sponsoren. Eine Kooperation. Eine Kooperation besteht aus einer Reihe von Belohnungen, zum Beispiel kosmetischen Gegenstände. Kleidungsvarianten und sogar Sponsoren. Wähle und aktiviere eine Kooperation, verdiene Ruhm und Matches und erstocke dein Inventar damit auf. Kooperation aktivieren. Okay, kann immer aktiviert sein. Spiele Matches, um Ruhm zu ernten und Belohnung. Okay, also wir müssen also quasi hier Sponsoren auswählen, dann erspielen wir uns quasi Punkte und dann kriegen wir da Belohnung für. Das ist aber schon mal ganz geil, wie ich finde. Okay, wir können quasi nur noch die hier wählen. Ich guck mal eben so schnell drüber, was mich da so anspricht. Das ist hier ganz cool mit dem Raben. Kooperation aktivieren. Was soll man das erste erstmal anlassen? Na komm, wir lassen das erste erstmal an. Crew, willkommen bei den Crews. Mit den Crews hast du Chance, Ruhm und Schande zu erlangen, indem du deine Crew jede Woche an die Spitze der Divisionsrangliste führst. Erhalte Punkte durch Spielen von Matches, Gewinnen und Gewinn von Matches und Spiel mit Crewmitgliedern. Okay, also quasi wie ein Clan. Okay, Umkleidungskabine, Erscheinungsbild, Outfit. Und das finde ich nice. Ah, jetzt können wir auch. Okay, ja, das gibt es jetzt auch dazu zu sagen. In dem Spiel hat man so eine Art, also es heißt Spectre, glaube ich. Also wie das Spiel halt selber. Man spielt halt zwei Charaktere auf einmal. Ich ziehe mir das auch an, ne? Alles werden wir gleich nochmal im Spiel genauer sehen. Ich finde das hier ganz nice. Für den nehmen wir das. So, Haare. Das bin ich, naja. Nehmen wir das. Okay, kann man die Farbe noch ändern? Und braun. So, und bei dir machen wir. Oh, das sieht aber schon sehr weiblich aus, ne? Oder ist das generell eine Frau? Das weiß ich gar nicht. Schwarz. Hä? Wieso da auf einmal das wieder? Hä? Wieso übernimmt er das nicht? Oder kann jeder nur die eine Frisur haben? Scheint so. Gesichtsaccessoires habe ich nicht. Kopfstyling.
Ah, hier können wir nochmal das Gesicht ändern. Das hätte man vielleicht von vornherein machen sollen. Aber na gut. Auf jeden Fall finde ich das ganz gut. Und hier nehmen wir halt auch etwas Männliches. Oh, Mama, so. I need a buy. Can I get a buy? I need a buy. I need a... Can I get a buy? Lippenfarbe. Augenbrauen. Und Augen. Dann kommen wir für unseren zweiten, machen wir blaue Augen. Banner. Gucken wir natürlich mal eben alles, alles klar. Unruhestifter, Sprays gibt's auch, okay. Okay, Waffen. Da will ich jetzt noch nicht so groß durchgucken. Können wir eben ganz schnell noch die Grafik durchwühlen. Effekte machen wir auf episch. Wir wollen ja hier das komplette Spektrum haben, ne? Hier weiß ich halt nie, was ich nehmen soll. Ich lasse einfach mal auf Auto. Push to Talk ist P, okay. Ja, gut. Würde ich sagen, gehen wir mal rein. Schon mal Tutorial spielen? Wissen wir sogar, glaube ich, ne? Ja, dann rein in Aal. Also ich bin echt sehr gespannt. Lasst gerne mal ein Like und Kommentar in den, da, wie ihr das Spiel findet oder ob ihr das auch schon gespielt habt. Würde mich mal echt interessieren. Weil ich finde, das sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus, alleine schon dadurch, dass man halt jetzt quasi 2 Leben pro Runde hat. Finde ich das schon sehr nice. Welcome to Santai. Let's start with basic movement. Move towards the highlighted waypoint. Let's cover the basics of duality. Every player will control a second body called a specter that you can freely swap between at any moment. We say, one mind, two bodies. You can use duality as a second life, to cover multiple bomb sites across the map, or even to play two angles in the same area. Okay. Now, swap to your specter and move to the marked location. Okay, mit X wechseln wir dann die Figur quasi. You're a natural. When you throw the puck, it'll move your specter to that location. The puck throw will let you deploy your specter to some places you might not normally be able to reach. Ja, komm mal hin. Puck throw and swap to continue to the waypoint. Wirf deinen Puck durch die Stangen, um deinen Specter zum Wegpunkt zu bewegen. So, links weg. Mit V können wir den auf jeden Fall bewegen. Und dann wieder wechseln wahrscheinlich, oder? So, da muss ich den durchlaufen. Ah, okay. Check. Great, you got that. Move towards the highlighted waypoint. Muss ich den jetzt mitnehmen wieder? Ich weiß es gar nicht. Das ist auch Zack? Ja, Tatsache. Great, keep going. Jump to clear that obstacle. Crouch to get under that obstacle. Ja, remember, keeping your specter alive is key to getting to hard to reach places. Throw your puck up on ah, okay, krass, das geht auch so weit, okay. Aha. Können wir auch hier rüberwerfen? Okay, das ist cool. Swap to your specter. Zack, und dann holen wir den anderen wieder hier rüber. Once you're comfortable with puck throws and swaps, feel free to move to the next area. Now, swap schon cool. Your specter to keep swap bodies to start the weapon trade. Before each round of combat, you have a limited time to buy weapons and equipment. Try that now. Weapons are always bought in mixed pairs, with a different weapon on each body. You can try as many as you like right now, but remember, in combat, you'll have limited money and time to choose. Yeah, sure, yeah. While waiting, your Spectre body is able to detect enemy footsteps and hears. You'll receive an alert from your Spectre when an enemy is running nearby. Shoot the enemies as they appear. 9000. You always have better accuracy while aiming down sights. Machine, even while moving. Yeah. Waffengenauigkeit. Anvisieren. Ah, das finde ich auch das Coole. In dem Spiel läuft, kannst du halt anvisieren und das Anvisieren ist in dem Fall sogar besser. Also das,
Es ist jetzt nicht so wie bei Counter-Strike oder bei Valorant, dass man quasi nur aus Hüfte schießt. Hier ist es besser, wie man hier auch schon sieht mit der Waffengenauigkeit, dass man halt, wenn man aimt, dass es dann auch besser ist. Das ist schon mal ein großer Pluspunkt meines Erachtens. So. Getting an alert because your Spectre hears something. Swap bodies to check on that threat. Okay, das sind immer, guck mal, der hat jetzt hier den Kreuzfahrer und der hat die Berserker. Berserker, und wo ist die andere Waffe? Wahrscheinlich die da drunter dann, ne? Okay. Was sind die Tasse 5? Swap bodies to check on that threat. Doing great. Was? Equipment use is key cool. to success in Sentai combat. At the beginning of every match, you'll select from a list of sponsors which will determine your three pieces of equipment. Equipment sets are different for each sponsor. You'll want to learn them all. Splinter. There are two okay. ways to throw a grenade. Use an overhand throw underhand throw and rechtsklick kannst du die quasi direkt. You might need to bounce your grenades to hit enemies behind cover. Feuern. Also so einen kurzen Wurf quasi. Splinter grenade out. Splinter grenade. You're getting an alert because your Spectre hears something. Swap bodies to check on them. Splintering them. Throwing a splinter. You're doing great. Sehr gut. In a match, the attacker's goal is to eliminate all enemies or successfully plant and detonate the Zeus. Let's start by picking up the Zeus. Bomba. Bomba you Zeus. Have the Zeus. Let's try planting Zeus. The Zeus in the designated the Zeus. Zone on site A. Ah, sieht auch cool Zeus aus. Has been planted. The Zeus will take a while before it detonates. The enemies will try to defuse it before it goes off. Great. Let's move to the next section. Weiter zum nächsten Bereich. Now let's see what it looks like as a defender. Hoppala. Wenn man das hier antanzt. You must defuse the Zeus before ready on the off. Zeus. Entschärfen. Klingt das Logo sieht aus wie von Cyberghost, wie es erinnert. To win as a defender, you need to eliminate all attackers before they plant the Zeus. If they do plant the Zeus, you must defuse it before it detonates. Use your knife to take out the enemy through the door ahead. You move faster when holding your knife, so switch to it when you're in a hurry. Hab ich. Halt ich. Und da hoch. Enemy dropped the Zeus. Super. Weggeschnitzelt. Great. Now okay, mit Z pingen. Okay. Try walking past this reveal wall. When you do this, your location is revealed to attackers. You're revealed. You'll stop being revealed to enemies once you exit the reveal area. Now let's see what it looks like as an attacker. Okay. Pick up a weapon. Bullets can penetrate some types of cover. I've revealed some vulnerable enemy targets. Shoot them. Boah. Oh, durch die Wand kann man auch schießen. Bro. Great job completing your training. Spend some time in the practice range to get familiar with the sponsors, weapons, and your new duality skills. Then get out there and forge your legacy in Sentai. Okay. Geil. Das sieht aber schon ganz nice aus. Bin gespannt, wie sich das erste. Die erste Runde jetzt hier spielen lässt. Kämpfen. Gehen wir direkt rein in Aal. Tägliche Kontakte. Okay.
Morgan United. Pinnacle International. Ach so, warte mal, das ist jetzt... Ach, der Sponsor-Gedönster, das ist auch meine Klasse dann, oder was? Oder warum kann jetzt jeder hier was anderes wählen? Ah, die andere hat jemand ganz anderes genommen. Ja, ich nehme einfach das dann. Ja, das war schon ganz cool, ne? Na, ich lasse erstmal das jetzt hier alles. Und wir nehmen gleich die Bombe. You have the Zeus. Okay, gehen wir mit M-Karte auf, ja. Boah, Junge, das wird jetzt ungewohnt. Junge, wie lange ist denn die Kaufphase? Tschüss. Gehen wir nicht mal hier rüberholen. Da hat er nicht ganz so weit einen Weg. Ready up. Man weiß halt nicht, von wo die kommen, ne? Das ist das Problem. Kennt sich halt nicht aus. Sicherheitslücke. Auf jeden Fall einer. Jawohl, erste down. Priming the Zeus. Das geht direkt beim Skin. Zeus has been planted. Hä? Boah, die Gegner zu erkennen ist schwierig. Round one. Oh, mein Spectre ist down. Boah, das ist doch wieder. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, Alter. Den immer hinter sich herzuziehen. You have the Zeus. Stufe 1, Stufe 3. Max Deal ausgewogen. Boah. Sind so vorgefertigt jetzt wahrscheinlich, ne? Na ja, komm, nehmen wir das mal. Ist das eine Pumpe? Ne. Kann ich irgendwie sehen, was meine Skills sind? Das ist irgendwas zum Heilen. Das ist wahrscheinlich Schwarmgranate. Bienenschwarm. Okay. Wahrscheinlich irgendwie was so zum Blocken, wa? Oh mein Gott, Digga. Was eine Müllwaffe. Swarm Grenade. Weg mit dir. A ist frei, oder? Scheint zumindest so. Dann platzieren wir mal das Bimsen. Planting the Zeus. Zeus has been planted. Jetzt einfach mal behaupten, von hier kommt keiner. What? Nice.
Wieso habe ich denn meine Waffe verloren? You have the Zeus. Hä? Ich hab doch die Runde überlebt. Schon schwierig mit den ganzen Gewächsen hier. Wo bist du, Schwein? Oder? Der andere war da. Nein! Das war die Bombe. Weg mit dir. Fuck, jetzt die Bombe da, ne? Tittim. Geil. Man verliert die Waffen immer nach jeder Runde. Oder ist das nur bei dem Spectre so? Das ist ein bisschen doof. You have the Zeus. Das ist ein bisschen doof. Sending the swarm. Splintering them. Zeus going down. Like Clayson. Das Bremsen. Zeus has been planted. Alle hier hinter, ne? Hallo. Beide mit dem Headshot geholt, glaube ich. Ah, jetzt habe ich die Waffe behalten. Er auch, hä? Okay, krass. Also wenn einer stirbt, dann sind beide Waffen weg, oder was? Und das ist wahrscheinlich nur, wenn der Hauptcharakter stirbt. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Schwere Rüstung. Die andere ist quasi weggeschmissen, war das dumm oder? I don't know.
Ich geh jetzt mal auf A. Digga, warum placed er die Bombe nicht? Frage. Lob in the swarm. Barrier up. Das ist so eine Schutzwand oder was ist das? Ow. Okay, krass. Ich habe ihn angeblich nicht getroffen. Kaufen wir mal hier das Moped. Ist das eine Pumpe? Ne. Haben wir eigentlich unendlich Munition? Ich glaube schon, ne? Aber die Waffen irgendwie customizen kann man nicht, ne? Ne, scheinbar nicht. Hoppala. Wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Hab ich schon das gehört. Boah, das war nice, Digga. Hops genommen. Sein Urgroßvater, Junge. Das war cool. Hier ist auch ein geiler Snipe-Spot, würde ich sagen. Na, wir positionieren uns mal eben um. Surprise. Smoke out. Grenade out. Twin mending. Ah, krass, ich kann ihn heilen. Zeus has been planted. Swarming them. Runde gewonnen. Geil. Next round is side switch. Okay, nächste Runde. Und jetzt gehen wir auf Stufe 5. Okay, wir haben jetzt die Dämpfer und der Spectra hat einen Sniper. Hey, bis jetzt macht's aber auch richtig Spaß. Und ja, 13-4 ist auch nice.
Und das ist das, was ich vorhin am Anfang meinte. So. Es ist halt irgendwie schon cool, wenn man so zwei Figuren hat. So hat man quasi... Wenn man verliert halt irgendwie nichts, man kann halt weiterspielen. Außer man kackt natürlich jetzt richtig ran und verliert direkt am Anfang beide, ne? Also das ist dann halt einfach nur dumm, ne? Nein! Ich wollte gerade schießen, Mann. Schade. Doing Twin Men. Lobbing the swarm. Throwing meltdown. Boah, durch die Smoke. Sehr schön. Has been planted. Oh, Mitte. Schade. Oh, ey. Erste Runde, wo ich komplett down bin. Setting hidden grasp. My trap was destroyed. Round one. In your head. Match point. Halftime side switch. Hm. Na komm, ich bin eine Echo. Kann die Waffen auch eigentlich fallen lassen? Irgendwie? Warte mal. Dann kannst du wahrscheinlich einfach nur switchen dann, ne? Boah, warte mal, erstmal umorientieren. Warte mal, kommen jetzt hier aus der Mitte. Stellen wir den schon mal hier hoch. Ich würde sagen, ich mach die Mitte mal. Oh, okay. Das geht auch. Richtig. The Zeus was dropped. Oh, ich glaube, wir machen Full B Runner. Zeus Carrier is down. Das war das Bämschen. Ja, moin, Digga. Das Schild war ja voll nervig jetzt gerade. Hm. Okay. Unlucky. Kamen sie irgendwie von allen Seiten auf einmal. Na gut, aber gibt's halt auch, ne? War jetzt halt absolut unlucky. Das war dezent in die Birne rein. In die Birne. Ja, das Schild kaputt zu schießen ist wahrscheinlich gar nicht mehr so dumm. Zeus ist geplant. Ja, moin. Der erste Runde direkt zu Null gewinnen, das wäre nice. Ich glaube 12 müsste man. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden man gewinnen muss. Wahrscheinlich 12, oder? Ne, das war's. 8-0. Junge. Erste Runde einfach komplett weggeradet. Richtig geil. Nice. Sei außergewöhnlich. Dein Vermächtnis wurde erweitert. Sei außergewöhnlich. Was? Sei außergewöhnlich aus Pinassel International Corporation freigeschaltet. 52 Fans dazu gewonnen. Geil. Wenn wir 52 Likes auf dem Video kriegen, wäre das noch geiler. Also smash den Like-Button. Spiele 3 Spiele, um in einer Crew rekrutiert zu werden. Ja, cool. Umkleidekabine. Banner. Na, da haben wir direkt den ersten Banner freigeschaltet. Ja, ey. Geil.
Ladies and Gentlemen, das war's. Ich denke mal, für den ersten Einblick war das mehr als ausreichend. Ich finde es übelst cool. Spectre Drive Divide, sorry. Findet ihr aktuell auf Steam. Ich glaube, die Beta läuft nur noch bis morgen oder so. Also bis zum 22. August. Also ich denke mal, wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon vorbei. Aber haut euch das Spiel gerne auf die Wunschliste auf Steam. Ja, für alle Leute, die irgendwie CSGO oder Valorant geil finden, ist das sicherlich was. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Lasst gerne, wie gesagt, ein Like und einen Kommentar da. Sehr gerne auch ein Abo. Schaut auf Twitch vorbei, bin ich täglich live. Ich habe mittlerweile auch einen Uncut-Kanal auf YouTube, ist auch verlinkt, beziehungsweise seht ihr auf meinem Kanal. Oder einfach suchen Smokey Uncut. Da kommen jeden Tag um 18 Uhr, soweit ich davor halt den Tag gestreamt habe, natürlich immer Vollqualität Uncut-Videos, also ist kein VOD-Upload oder sowas, ist komplett separat mit aufgenommen, mit sehr guter Qualität. Würde ich mich auch freuen, wenn der eine oder andere von euch mal da vorbeischaut. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao!